In 3 Jahren sind wir dann in Peter Rosickes Waldheimat gekommen. Das ist in St. Kathrin am Arnstein. Die Kindheit war sehr schön. In die Volksschule bin ich in Kathrin gegangen. Dann bin ich weggekommen. Dann war eine neue Schule in Birkfeld, die da errichtet war. Und da sind nur 5 Kinder dort hinausgefahren. Bauingenieur und Baumeister. Und bin am 13. Mai 84 Jahre alt. Mein Vater war Gendarmerie-Postenkommandant in Mönchkirchen. Okay, das ist die niederösterreichisch-steirische Grenze. Okay. Ja. Geboren wurde ich in Wiener Neustadt. Dort haben wir gelebt bis zu meinem 5. Lebensjahr, bis 1935. Und dann ist mein Vater befördert worden als Bezirkskommandant, aber da musste er in die Wiener Gegend übersiedeln. Da sind wir übersiedelt nach Rottau. Dort bin ich dann zur Schule gegangen, auf meinem 6. Lebensjahr. Und habe auch erlebt, wie soll ich sagen, die Okkupation von Österreich, okay? Wie die deutschen Truppen einmarschiert sind. Hitler hat die Macht übernommen. Okay? Und wir sind im Jahr 1943 nach Bruck an der Leiter übersiedelt. Ich habe dann in Mödling, in der HTL, Aufnahmeprüfung gemacht. Ja. Während des Krieges, ja, Schulbetrieb war schon. Können Sie sich noch ein bisschen so kurz vor dem Krieg noch erinnern, was so passiert ist? Man hat Lebensmittelkarten gehabt, die jungen Leute haben einrücken müssen, es war ganz eine schlimme Zeit. Mein Bruder ist leider mit 21 Jahren gefallen, mein Schwiegervater auch, der war hoher Offizier. Also es war dann während des Krieges sehr schlimm. Man vor dem Krieg nichts, man hat nur Lebensmittelkarten gehabt, ganz wenig zu essen und so. Es ist mehr oder weniger in dieser Gegend dort der Krieg zu Ende gegangen. Dort ist ein Bergwerk und wir Frauen sind alle in das Bergwerk hinein. Mein Vater hat sich gut ausgekannt, weil er dort beschäftigt war, hat uns sogar einen Zettel mitgegeben, wo ein Ausgang ist, Geheimausgang, weil wir Angst gehabt haben, dass die Russen das Tor zumachen. Wie lange waren Sie in dem Bergwerk? 3 Wochen. Wie würden Sie Ihren Tagesablauf beschreiben während dem Zweiten Weltkrieg? Im Bergwerk oder zu Hause? Zu Hause oder beides. Ja, meine Tante war da von Wien mit den 2 Kindern, die waren 3 und 5 Jahre alt. Da hat man sich beschäftigt und es war halt alles sehr gespannt. Mhm. Und jeden Tag ist der Briefträger mit einer anderen Botschaft gekommen, dass ein Junge gefallen ist oder ein Mann. Ich meine, Österreich war ja sozusagen Teil Deutschlands, sozusagen, offiziell gesehen, ne? Also nach dem Anschluss. Naja, das war immer ein bisschen so, wie soll ich sagen, die Deutschen sind weniger bei uns gewesen und wir Österreicher waren mehr oder weniger, so wie ich das empfunden habe, waren mehr oder weniger vereint. Mhm. Wovon haben Sie sich ernährt während dem Zweiten Weltkrieg? Ja, da hat es Gärten gegeben. Wir haben Kartoffeln gehabt, wir haben Gemüse gehabt. Brot haben wir wenig gehabt, weil der Bäcker hat fast kein Mehl mehr gehabt. Gell? Aber dadurch, dass man Kartoffeln und Gemüse und einen Garten gehabt hat, hat man sich immer. Und Händeln haben wir sich halten können. Gell? Also verhungert sind wir nicht. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zur Familie während des Krieges beschreiben? Sehr gut. Da haben wir alle zusammengehalten. Meine Tante mit den 2 Kindern, die Kleine war 3 Jahre und ihr Bruder 5 Jahre, mit denen habe ich mich sehr beschäftigt. Und mein Gott, die Frauen waren alle in Sorge. Haben Sie sich in dieser Zeit, also in der Zeit während des Krieges, oft einsam gefühlt? Nein, ich habe meine Familie gehabt.